Servus, hallo liebe Freundin von Bernd hier. Kommen wir zu einem neuen Terrassenrundgang. Hier ist einiges passiert, viele Früchte sind am Wachsen. Ich habe gedacht, wir ändern heute mal einfach ein bisschen so die Perspektive. Ihr seht ja, wie riesig die Chilis dieses Jahr geworden sind. Also man kann jetzt nicht sagen, dass es dieses Jahr überhaupt kein Chili-Jahr ist, sondern ich finde im Vergleich zum letzten und zum Vorjahr, wo es ja echt katastrophal gelaufen ist, obwohl die Pflegemaßnahmen genau die gleichen waren, obwohl das Substrat auch qualitativ hochwertig war. Vor 2 Jahren war es ja das Biosubstrat von Terrabril. Dieses Jahr war es die normale Blumen, letztes Jahr auch und dieses Jahr die normale Blumenerde von Terrabril. Letztes Jahr überhaupt gar kein Glück gehabt. Vielleicht lag es wirklich am Jahr. Also es war ja letztes Jahr extrem trocken, kaum Regen, kaum kühle Nächte, dauernd tropisch, exotisch. War nicht schlecht, aber ja. Die Chilis wollten nicht wachsen. Und dieses Jahr ist es komplett anders. Ihr seht ja, wir gehen jetzt mal runter, dann seht ihr, wie groß die Pflanzen sind. Und das ist doch an und für sich eine richtig tolle Sache. Auch die Paprika sind dieses Jahr extrem gut am Wachsen. Da schauen wir auch gleich noch rüber. Und generell, die Chilis blühen extrem stark. Ja, ich habe sie dieses Jahr relativ spät ausgesät und in Kultur genommen. Aber schaut euch das doch mal an. Die Pflanzen schauen doch richtig grandios aus und das ist doch eine richtig tolle Sache. Deswegen schauen wir uns jetzt mal alle anderen Pflanzen an. Die Orchideen ignorieren wir mal, weil die sind ja Teil des anderen Kanals. Jetzt seht ihr auch einfach mal die Passionsblume, die Maracuja von der anderen Seite und die breitet sich hier schon richtig aus. Das heißt, ich muss jetzt endlich mal da dran gehen und die hier hochleiten. Die hat allerdings, zumindest habe ich noch nirgends eine Frucht entdeckt, noch keine Früchte. Deshalb hatte ich mir überlegt, ob ich sie wirklich hier hochleiten will, am Dach, oder ob ich sie nicht doch irgendwo am Geländer entlang wachsen lasse. Aber das entscheide ich jetzt am Wochenende. Heute soll es nochmal richtig heiß werden, 36 Grad und noch heißer. Und ja, die Heidelbeeren, da werden immer mehr reif. Da sehen wir überall so blaue Pixel. Gut, mit 4K-Video sehen wir noch mehr Pixel, noch besser. Nee, eigentlich sieht man gar keine Pixel, weil es ja so hoch aufgelöst ist, dass man die Pixel schon nicht mehr sieht. Ja, und die Heidelbeeren wachsen super. Wen will ich überspringen? Nee, ich will niemanden überspringen. Die Physalis. Ja, ich habe es im letzten Video gezeigt. Man muss bei der Physalis einfach unter die Pflanze gucken. Da hängen die ganzen Lampions, die ganzen Früchte. Das heißt, Physalis wird es auch dieses Jahr sehr viel geben. Allerdings bei dieser extrem, ja, man muss schon fast sagen, kleinwüchsigen Sorte, wahrscheinlich über Stauchtessorte mit chemischen Stauchmitteln, so verhält sie sich einfach. Die ist nicht so ausladend, wie ich es für einen normalen Physalis kenne. Da macht sie hier so kleine Blütchen, dann sind gleich Lampions und dann hängen die nach unten. Also ich bin noch nicht so ganz überzeugt von dieser Pflanze. Muss zugeben, die habe ich gekauft als fertige Pflanze, weil ich gedacht habe, komm, Physalis habe ich nicht, hole ich mir eine fertige Pflanze, bin ich mal ein bisschen schlauer. Aber die macht auch gleichzeitig dadurch, dass sie so kleinwüchsig ist, was eigentlich normal, nicht normal ist, weil die sonst echt ausufern, macht die auch verhältnismäßig kleine Früchte, weil sie immens viele Früchte ausbildet. Und tja, das bringt halt einfach nichts. Ich bin mal gespannt, wenn da mal eine reife Frucht dran ist, wie groß die dann letzten Endes ist. So, jetzt gucken wir zu Papaya. Nicht Papaya, wobei eigentlich heißt sie ja Bacoba. Die macht jetzt richtig viele Blütenknospen. Und das ist eigentlich cool. Die wird immer größer und immer stärker. Ich muss die mal umtopfen, weil die steht hier noch in einem 7,5 Liter Container, dass sie einfach mehr Platz bekommt. Aber sie entwickelt sich ganz gut. Hat auch die letzten Stürme problemlos überstanden. Von daher alles gut. Bevor ich zu den Chilis komme, oder oh, das ist wie so eine kleine niedliche Wespe, so eine kleine handzahme Streichelwespe, die ist schon weg. Hallo, Streichelwespe. Oh, die will nicht. Schauen wir mal. Die Papaya hier, nee, nicht Bacabo, ich habe falsch gesagt, das ist doch die eichenblättrige Papaya. Stopp mal. Die andere ist die hier. Die macht hier eine Frucht, die ist allerdings krumm, wahrscheinlich angebissen worden von irgendeinem Tierchen. Hat aber auch, man sieht es an den Blättern, echt Probleme. Muss ich mal gucken, was das für Probleme sind. Denn die ganzen neuen Blätter, die kommen hier krumm und schief raus. Wird vermutlich daran liegen, entweder an einem Nährstoffmangel
und oder an einem Wurzelschaden. Aber insgesamt steht die Pflanze eigentlich ganz gut drin. Deswegen würde ich das mit den Wurzeln einfach mal ausschließen. Auch gut bewurzelt die Gurken. Momentan überall echt so viele Gurken. Ein richtiges Gurkenjahr. Und das ist super. Oder unten ist auch nochmal eine dicke Gurke. Bekommt später mein Mechaniker aus der Fahrradwerkstatt, dass er glücklich ist und Fahrräder weiter schrauben kann mit Gurkenpower. Genau. So, da ist nochmal die Wespe. Hallo Wespe, komm schon. Oh, die will nicht. Das ist die erste. Ah, doch, sie will. Schaut mal. Kleiner Besucher im Garten. Die schlafen immer hier und dann genießen sie die Möglichkeit, dass sie eben Wasser tanken können und sich für den Tag vorbereiten können. So, dann schauen wir hier mal die Achicombo. Richtig voll mit Blüten. Und hier schon die erste kleine Achicombo-Frucht. Und das ist super. Freue ich mich schon drauf. Das heißt, hier ist das auch alles in vollem Gang. Wen haben wir denn hier? Muss ich ganz schnell gucken. Dum, dum, dum. Das müsste doch die. Na, wo hat die denn ein Etikett? Ihr seht, wie groß die schon sind. Etikettverlust kann doch gar nicht sein. Da ist es. Genau, die Dulce Royo. Das sind ja zwei Pflanzen. Interessanterweise sind hier auch eine dicke Pflanze, eine dünne Pflanze, eine dünne Pflanze, eine richtig dicke Pflanze. Da ist das Etikett. Achi Dulce Royo. Oh, da muss man aufpassen, dass man sie nicht miteinander verwechselt. Ihr seht mal richtig knackig grüne Blätter. Das ist toll. Viele Blütenknospen. Und wo ist denn da die erste Frucht? Tja, gute Frage. Sehe ich noch keine. Sehen wir hier eine Frucht? Na, bisher habe ich keine gesehen, aber ich glaube, wir haben im letzten Update haben wir eins gesehen. Schau doch mal ins letzte Update rein. Hier sehen wir noch dicke Erdbeeren. Die wird jetzt bald reif sein, die wird morgen wahrscheinlich reif sein. Das heißt, man findet auch immer wieder noch Erdbeerfrüchtchen und das ist super. Basilikum sowieso, jede Menge Basilikum. Hier sehe ich, ja, da ist schon die erste Frucht. Seht ihr das? Da ist die erste Frucht aus dem letztjährigen Thema weiße Chilis. So. Jetzt gucken wir mal, was die Passionsfrucht macht. Ihr wisst, da sind ja zwei Stück dran. Hier ist so eine richtig dicke Frucht, ist aber noch nicht ausgefärbt. Aber bisher noch keine Blüte, keine weitere Blüte. Das heißt, hier ist es immer noch zu heiß. Und 36 Grad heute ist halt einfach mal zu krass. So, hier bei den Erdbeeren sehen wir, da sind noch kleine Erdbeeren drin. Kleine leckere Erdbeeren. So muss es sein. Der Oregano breitet sich jetzt hier ziemlich aus. Ja. Ihr seht, die Bienen fliegen hier auch ordentlich rum. Also Natur pur sozusagen. Tja, jetzt muss man sich hier wieder durchschlagen, rausschlagen. Uah. So. Wen haben wir da von den Chilis? Ah, das ist die zweite. Ne, die SLP 3036. Letztes Mal, als es gestürmt hat, habe ich nämlich die Pflanzen ein bisschen zur Seite gestellt, dass sie nicht ganz kaputt gehen. Wäre ein bisschen schade. So viel Mühe und so lange warten, bis die Pflanzen gewachsen sind. Aber bei dieser SLP ist zumindest noch keine Frucht vorhanden. Ich muss die Kamera wieder verändern. Und nee, doch, da ist eine kleine Mini-SLP-Frucht. So muss das sein. So, wer ist das? Ah, da ist das Etikett. Ist rausgezogen worden. Achi Dulce Royo. Haben wir ja vorhin gesagt, muss ich wieder reinstecken, dass wir es beim nächsten Video wieder sehen. Dann haben wir hier die Hawaii Beach Habanero. Da ist schon eine kleine Hawaii Beach Habanero. Das heißt, es wird in den nächsten Tagen, Wochen die ersten reifen Früchte geben. Oh, das ist ziemlich trocken. Da ist ziemlich trocken. Habe ich die etwa vergessen? Muss man nachgießen. Hier noch ein Tipp. Ich habe mir jetzt so einen Gießstab organisiert. Da ist das Brausewasser sehr weich und es übergießt den Topf nicht sofort. Ja, da kann man sehr vorsichtig, sehr milde gießen. Auch super für die Outdoor-Orchideen und so weiter und so fort. Richtig gut. Kostet, hat glaube ich 39 oder 36 € gekostet. Ich mache mal den Link in die Beschreibung. Richtig toll. Gibt es in unterschiedlichen Längen, wem das wichtig sein sollte. Ja, wen haben wir denn da? Da ist noch eine Hawaii Beach. Ich habe die letztes Mal als Hawaii Beach bezeichnet. Das ist natürlich nicht so nett. Aber da ist noch keine Frucht unterwegs. Ja, die Erdbeeren da drüben, da wächst noch ein Basilikum. Ich habe überall noch Basilikum reingestopft. Ja, wen haben wir hier? Das ist die Dulce Royo. Richtig?
Nee, die Achilimo Royo. Ich habe bloß Royo gelesen. Da ist ja schon eine schöne Frucht, wie ihr sehen könnt, die ist schon richtig schön groß. Dauert vielleicht noch eine Woche, bis die dann ausgefärbt ist. Und das sind auch noch weitere größere Früchte. Das heißt, funktioniert auch. Ja, bei der Chili, bei der Achillimo rojo, der zweiten Pflanze, ist ja der Sonnenschirm darüber hinweg geweht worden. Den abgebrochenen Trieb habe ich in den Topf gesteckt. Noch schaut er nicht so gut aus, aber mit Sicherheit wird irgendwas anwachsen. Also ich könnte hier auch die Seitentriebe abzwicken. Und dann wird das mit Sicherheit austreiben. Sehr, sehr wahrscheinlich. So, wenn man wissen will, ob der Topf auch nass genug ist, einfach mal kurz anheben und dann weiß man das. Und dann wird auch die riesige Sugar Rush Stripy Chili gut mit Wasser versorgt sein. Und die ist ja wirklich riesig. Und die ist immens voll mit Blüten. Also, das ist wirklich der Hammer. Ich muss nur das Etikett wieder sauber einstecken. Und hier sind schon die ersten Stripy-Früchte und es ist einfach krass, wie viele Blüten an dieser Pflanze sind. Ich bin echt gespannt, wie die am Ende ausschauen wird. Ja, fühlt sich auch noch ein bisschen leicht an. Also für 36 Grad und Wahnsinn Sonnenschein, der heute kommen sollte, schon noch ein bisschen ordentlicher gießen. Wichtig bei Pflanzen, die im Topf stehen, immer so lange gießen, bis unten aus den Löchern das Wasser heraus fließt, dann ist auch gewährleistet, dass sie gegossen ist, weil wenn ihr einfach bloß oberflächlich macht und dann denkt ihr, jo, genug Wasser, dann ist das keine Garantie dafür, dass die Pflanze auch wirklich ordentlich gewässert worden ist. Wen haben wir hier? Die White Giant. White Giant, White Giant hat viele Blütenknospen, aber noch keine Frucht. Macht nichts, das wird bald sein, denn wo eine Blütenknospe ist, ist eine Blüte, ist eine Frucht, nicht mehr weit. So, dann ist hier eine Chili, die ich aus dem letzten Jahr überwintert habe. Wächst gut. Hier ist diese kleine Chili, die sehr spät gekeimt ist und jetzt extrem viele Seitentriebe hat, richtig gut wächst. Erinnert mich vom Wuchs her so ein bisschen an die Apache Chili. Die werde ich nächstes Jahr nochmal anbauen. Apache ist eigentlich eine coole Sache. Die ist sehr schnell im Wachstum, hat dann ganz schnelle Früchte. Aber das hier ist ja eine Tepin. Muss ich nochmal nachgucken. Vielleicht schreibt es der User, der mir die Samen zugeschickt hat, einfach mal nochmal in die Kommentare, dann weiß ich auch, dass er zuschaut. Ja. So, dann haben wir hier die nächste Chili, die Kongo Trinidad. Da haben wir ja schon in einem Update gesehen, dass da Früchte dran sind. Hier ist zum Beispiel eine. Dann ist hier unten eine ganz dicke Schote. Eigentlich sind es ja keine Schoten, es sind ja Beeren. Aber ich erwähne es immer wieder gerne so rum, weil dann kommen immer so nette Kommentare. Ja, sehr nett. Was haben wir denn da noch? Die Erdbeeren sind mehr grün als fruchtend, macht aber nichts. Hier hängen immer wieder Erdbeerfrüchtchen dran, was ganz cool ist. Boah, da sind ja viele Blüten. Schaut euch das mal an. Richtig viele Blüten. Das hier ist, ich muss die Etiketten mal einfach an die Seite hängen, Kongo Trinidad. Oder hat sich eine Marienkäferlarve verpuppt? Ganz nett. Oder ist es ein anderer Käfer? Schreibt mal in die Kommentare, was das für ein Käfer ist. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, aber ist ja 4K. So, oh, schon eine Viertelstunde rum. Heieiei, muss mich beeilen. Was spricht denn die Uhr? Uhr, da schüttelst du dir den Arm ab, 7:45. Doch, wie ich gedacht habe, nur noch ein paar Minuten Zeit. Da muss ich aufs Fahrrad steigen und auf Arbeit fahren. Naja, so, jetzt gucken wir mal. SRP 3600, da sehe ich noch kein Früchtchen, keine Früchtchen. Aber ich glaube, ich muss die Chilis echt teilweise nochmal nachgießen. Oh, immer dieser Zeitdruck. Ja, Avenir Chili, die macht noch keine Früchte. Gucken mal zu den Paprikas, die echt gut gewachsen sind. Hier ist eine richtig dicke Paprika dran und hier sind schon dicke Paprikas dran. Und eigentlich kommt jetzt das Highlight von dem ganzen Video, die Gurken. Schaut euch das mal an. Hier die monstergroße Riesen, zwei Doppelgurken, der absolute Kracher. Und hier sind gerade überall Gurken. Tja, und Beniamini macht sich auch gut hier draußen. Ihr seht, die Sonne strahlt schon runter. Und ich habe schon oft genug erwähnt, heute wird es richtig heiß. Und deswegen, ich gieße noch mal schnell drüber, dann muss ich eh zur Arbeit.
Und in der Zeit, jetzt mal Kamera wieder einstellen, in der Zeit könnt ihr das Video angucken. Während ich am Malochen bin, ihr könnt ja auch vorbeikommen, Fahrrad kaufen. Dann könnt ihr das Video genießen. Bis dahin, Daumen hoch, Kanal abonnieren, Kommentare hier rein, hier unten auf die Glocke drücken, Danke sagen über dieses Herzchen und ansonsten bis zum nächsten Chili-Video. Bis dahin und tschüss.